Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir sind gerade in Ondras Geschenk angekommen in der letzten Folge. Und bevor wir uns hier umsehen, habe ich ja versprochen, weitere Gruppentherapie hier zu machen. Also mich mit noch den letzten Gruppenmitgliedern zu unterhalten. How may I help? Und da wollte ich gerade mal gucken, ob ich wirklich mit Adolf alles durchgegangen bin. Erzähl mir von Edir. Jo. Wie lange war es denn, Goldteil? Das ist alles. Aber was sagt ihr, wenn wir hier Dings sind? Adolf sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Okay. Mit nichts. Gut, da ist jetzt Kanna dran. It's good to be on the road again. A wanderlust is nothing rare in the people of Rauatai. But often I think myself alone in loving the land as much as the sea. What shall we see next, I wonder? Fühlt sich gut an, wieder unterwegs zu sein. Die Wanderlust ist im Volke von Rauatai nichts Neues, aber ich danke oft, dass nur ich das Land so sehr wie die See liebe. Was sollen wir als nächstes ansehen? Wie geht es dir? Allzeit bereit, Kanna grinst. Erzähl mir etwas über dich selbst. What shall I tell? I am Kanarua, born in the royal city of Tekoa, from which rules the Ranga Nui. There, that is a solemn enough start. I am a lore chanter in the college there, or at least a student of lore and a chanter both. Und was sage ich? Ich bin Kanarua, geboren in der Königsstadt Tekoa, von der aus der Ranga Nui regiert. Also, ja. Verstehe ich alles nicht, aber gut. So, das dürfte als Vorstellung feierlich genug sein. Er grinst fröhlich. Ich bin ein Sänger in der örtlichen Akademie, oder zumindest ein Schüler der Sagen und gleichzeitig ein Gesangsmann. Hast du in Rauatai noch Familie? Ich habe 5 ältere Geschwister sowie Vater und Mutter. Mein Vater ist ein Korallenmeisterhandwerker in der Kunst der Ranga Nui. In der Kunst des Ranga Nui. Er war es, der das Tor der großen Zähne konstruierte. Klingt ja übel. Meine beiden Brüder haben das Handwerk meines Vaters angenommen und meine Schwestern wurden von meiner Mutter zum Segeln ermutigt. Das gibt mir den Freiraum, andere Dinge zu tun. Gleich hinter der Mauer der Akademie gibt es eine Fülle an Wissen. So viel, dass man es in 10 Leben nicht lernen könnte. Jo, kann ich mir vorstellen. Er lacht. Aber ich kann es trotzdem versuchen. Was möchtest du wissen? Was hat dich zum Verlassen der Akademie fahren lassen? I was on the usual path at first. Theology, the traditions, when the gate of great teeth was completed. It was all my father had hoped for. The greatest commission he had ever received. Anfangs, als das große Tor, als das Tor der großen Zähne fertiggestellt wurde, beschritt ich noch den üblichen Weg. Theologie und die Tradition. Auf etwas wie das Tor hatte mein Vater immer gewartet, den größten Auftrag, den er je erhalten hatte. But it was also a sign that Rauatai was changing, looking inward. Meanwhile, I was neck deep in the writing of a dozen nations, marveling at all the things that lay beyond our borders. Gleichermaßen war es aber auch ein Zeichen für den Wandel Rauatais, der Zuwendung auf das Innere. Das klingt ja so, als ob sie sich abschotten wollen. Währenddessen steckte ich bis zum Hals in den Schriften eines Dutzends Nationen und bewunderte all die Dinge, die es jenseits unserer Grenzen gab. In vielen dieser Bücher und Aufzeichnungen fand ich Berichte über das uralte Engvid. Die Edirianer sind ganz versessen auf engvitanische Reliquien. Und wer könnte sie ihnen verdenken? Schließlich war das die Zivilisation, von der die Glamfantaner das Lesen von Seelen erlernten. Ja. Ich beschloss, meinen dritten Abschluss in Geschichte zu machen. Streber. Und die Engvitianer zu studieren. Im Ausland wurde schließlich so viel über sie diskutiert, so viel entdeckt. Es zog einigen Spott auf sich, wir hatten beobachtet, wie ihr dir selbst wegen diesen Ruinen in mehrere Konflikte mit den Glamfantanern hineingezogen wurde. Tekoa aber hatte eigene Sorgen. Schon bald darauf fand ich es, ein Abschnitt des Tanvi-Ora-Tor in einer edirianischen Übersetzung einer uralten engvitianischen Schrift. Da, direkt vor mir, ohne jegliche Erklärung. Es schien mir wie ein Geschenk der Götter.
Oder jemand hat es absichtlich da platziert. Was möchtest du wissen? Erzähl mir etwas über die Sänger. Mein ältester Bruder denkt, dass wir unsere Tage singend und Blumenkränze binden verbringen. Die Wahrheit ist aber weitaus weniger spannend. Was soll an Singen und Blumenkränze binden spannend sein? Das stelle ich mir irgendwie viel zu harmonisch vor für Spannung. Die Akademie bewahrt das Wissen, das unser Volk angesammelt hat. Ich hätte gesagt, dass die Sänger Raotai sind. Denn ohne sie hätten wir keinen Beginn, keine Vorstellung davon, wie weit wir gekommen sind. Mit jeder weiteren Generation würden wir sein Stück mehr vergessen. Deswegen schreiben wir auch Geschichtsbücher, oder? Noch bin ich nur ein Schüler. Was machst du dann hier? Eines Tages aber werde ich zurückkehren und der Hüterin berichten, was ich gelernt habe, und dann wird sie meine Verse dem Gesang hinzufügen. Ah. Da will jemand in die Geschichte eingehen. Was möchtest du wissen? Was ist dieses Tor der großen Zähne? Ziemlich so, wie es sich anhört. Ein Labyrinth aus Mauern, wie die Zähne eines Seeungeheuers. Es befindet sich außerhalb der Stadt und beschützt Tarkova vor Invasoren und Stürmen. Wobei letztere immer die größeren Probleme gemacht haben. Nuitanri, die wütenden Riesen, werfen sich gegen die Küsten von Raotai. Invasoren, ich bin mir nicht so sicher, aber vielleicht bin ich wie der Mann, obwohl er trocken ist, mitten in einem Sturm seinen Regenmantel. wegwirft, keiner lacht. So jedenfalls wollte es mich meine Mutter glauben machen. Naja, entweder spricht Kana verwirrt oder der Text ist nicht ganz so toll übersetzt. Was möchtest du wissen? Was ist ein Ranga Nui? Ein König, unser großer König, der Herrscher von ganz Raotai. Das habe ich mir fast denken können. Er hat unser Volk gut geführt und meine Familie hat er sehr gut behandelt. Mein Vater ist mit ihm eng befreundet, zumindest so eng, wie man mit einem König befreundet sein kann. Was möchtest du wissen? Ich hätte andere Fragen. Erzähl mir von Raotai. Ah, Raotai. Shall I describe the pearl white sands, the sapphire waters, the multi-hued tiles of the rooftops, like a mosaic upon the coast? Sorry. Ah, Raotai, soll ich die perlweißen Strände und das saphirblaue Wasser beschreiben? Die bunten Dachziegel der Dächer, die wie ein Mosaik entlang der Küste aussehen? Tut mir leid. Gab es jetzt was Bestimmtes, das du gerne fahren wolltest? Erzähl mir über das Königreich Raotai im Allgemeinen. Es ist eine sehr lange Schiffsreise entfernt, an Xamitl vorbei und auf der anderen Seite des Meeres. Wir haben den Großteil des Golfs besiedelt und entlang der gesamten Küste befinden sich etwas jüngere Handelskolonien. Wie alle anderen auch leben wir so gut wir können. Unser Land wird von Stürmen heimgesucht und deshalb stehen alle Raotier eng zusammen, woher sie auch kommen mögen. Ansonsten würden wir niemals überleben. Also Naturkatastrophen sind bei denen nichts Unübliches. Erzähl mir etwas über deine Heimstadt Tarkova. Tarkova ist doppelt famed. A royal city and home to the Coral Harbor. The Ranga Nui's palace is there, and we've a fleet of royal ships sitting outside the Gate of Great Teeth. Every so often, you'll hear the roar of a cannon being tested. Tarkova genießt als Königstadt und Ort des Korallenhafens doppelten Ruhm. Dort befindet sich der Palast des Ranga Nui, und gleich vor dem Tor der großen Zähne liegt eine Flotte königlicher Schiffe vor Anker. Hier kann man die brüllenden Testschüsse von Kanonen hören. Also eine sehr moderne Stadt, wenn sie einen Haufen Kanonen haben. Und sie klingt auch sehr schön beschrieben. Ich hoffe mal, dass es einen Pillars of Eternity 2 geben wird, wo wir solche Städte auch noch bereisen können. Weil wir haben hier nur Trutzbuch zur Auswahl. Das eigentlich auch ziemlich schön ist mit dem ganzen Adra. Dort liegen die besten Schiffe in Raotai und der Welt vor Anker. Und einige unserer brillantesten Denker arbeiten hart an der Artillerie. Meine Mutter zum Beispiel, Kana grinst fröhlich. Ich selbst habe mit Schiffspulver kein gutes Händchen. Warum hast du dann eine Flinte bei dir gehabt? Tarkova ist natürlich auch der Sitz der Sagenakademie und viele Besucher kommen von weit her, um mit dem Sagenhüter zu sprechen oder sich die Gesänge anzuhören und in den Büchern zu blättern. So zumindest war es noch, als ich jünger war.
Als ich ging, war es schon ein wenig anders. Wie war es denn? Man könnte sagen, dass sich der Wind dreht. Die Pahari, ich denke, man könnte sie Traditionalisten nennen, und sie haben den Sohn des Ranganui in ihren Reihen. Beim Abendessen wird nun nicht mehr diskutiert, wie weit eine Flotte Rautai-Schiffe segeln kann, sondern wie gut verteidigt unsere Grenzen sind, wie weit wir uns von den alten Wingen entfernt haben. Dann kommt das Geschäft auf den Bann gegen die iderianische und valianische Handelsschiffe. Und, Kana seufzt, als ich ging, war die Lage schwierig, die Ältesten stritten viel untereinander. Ich vertraute darauf, dass der König den Frieden gesichert hat, aber manchmal sorge ich mich, dass sich alles zum Schlechten gewendet haben könnte. Bist du nicht ein Traditionalist? Also bist du ein wimmelnder Weichling? Nein. Es macht Sinn, im besten Interesse deines Volkes zu handeln. Bist du nicht ein Traditionalist? Oh, wenn es nach den anderen Singern geht, bin ich ein regelrechter Unruhestifter. Ich verstehe nicht, warum ich nicht unsere Tradition ehren kann und uns in eine bessere Zukunft führen kann. Aber darum dreht sich die Debatte. Klingt, als würdest du deine Heimat vermissen. Manches davon. Diese Silberklippen, das Meer. Das wenigstens kann niemand ändern. Am Tag, als ich an Bord des Schiffes nach Edir ging, hing der Sonnenaufgang gülden über dem Wasser. Und ich sprang fast über Bord und schwamm nach Hause zurück. Ah, der hatte wirklich Heimweh. In Dakova gibt es viele dieser Geschütze. In einem Hotel gibt es viel Artillerie. Wir haben große Fortschritte mit Sprengstoff gemacht. Während des Krieges des Heiligen war einer unserer Artilleriemeister sogar Berater für den Bau des Götterhammers. In Rautai selbst aber sind unsere Bemühungen eher bescheiden. Bombarden, Kanonen, mit Mörsern kommen wir auch ganz gut voran. Bombarden und Mörser sind ja eigentlich ziemlich dasselbe. Solltest du jemals nach Krakowa kommen, könntest du meine Schwester fragen. Sie hat auf der Ratuvana das Kommando. Sie weiß viel mehr als ich und genießt deswegen auch ein großes Ansehen. Es mag ja nicht besonders traditionell sein, aber selbst der schärfeste Demagoge schneidet das Thema Artillerie lieber nicht an, denn dadurch würden sie alle ihre Unterstützung einbüßen. Die sind wohl sehr stolz auf ihre Artillerie. Neben dort nur auch Mauer in Takova? Weit gefehlt. Die Abauer sind erst in jüngsten Zeiten gekommen und bilden die größere Gruppe. Andere aber haben sich uns angeschlossen, solange sie sich Untertanen des Ranganui nennen. Einige meiner Nachbarn zum Beispiel sind Orleaner. Feine Leute, auch wenn sie sich kaum für das Meer interessieren. Ja, Pelzte, Lebewesen und Wasser. Ich hätte andere Fragen. Was ist dieses heilige Buch, nach dem du suchst? The Orator. It's not really a book. It's been passed down over the years in the form of a chant. I actually found it a little strange at first, seeing it set down in stone. Das Tanvi Oratora, es ist aber gar nicht kein Buch, sondern ich würde es über die Jahre in Form eines Gesangs überliefert. Anfangs fand ich es etwas merkwürdig, das in Stein gemeißelt zu sehen. It's not quite the same as a song of worship, though we have paeans to the gods as well. More a kind of moral guide. It gives us something to aspire to. The model of a virtuous citizen of Rautai. Klingt sehr heilig. Es entspricht nicht unbedingt einem Anbetungslied, obwohl wir auch Lobzüge auf die Götter kennen. Es ist mehr eine Art moralischer Leitfaden, der es etwas zum Erstreben gibt. Das ist ein Vorbild eines tugendhaften Bürgers von Rautai. Warum suchst du hier draußen danach? New translations even. But any rendition of it I find in the ruins of Engwith will predate those translations by 2000 years. And finding it here also proves that we still have much to gain from trading with other cultures. Über die richtige Interpretation des Gesangs hat es Streiterei gegeben, sogar Neuübersetzung. Aber egal, jede Wiedergabe davon, die ich in den Ruinen Engwinds finde, sind 2000 Jahre älter als diese Übersetzung. Und es hier zu finden, beweist auch, dass wir immer noch viel Nutzen aus dem Austausch mit anderen Kulturen ziehen können. I'd be lying if I said I'm not looking forward to seeing the look on everyone's faces when I get back. But in the long term, I just think that we can learn a lot from the Engwithians. A civilization like that is something to aspire to. A model for Rautai as a whole, and not just its people.